So auch so ganz lecker nach Fett. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 3 aus der Insane Trilogy. Warpt. Das war jetzt ein sehr schöner Anfang, weil Rick erstmal ganz stumpf. Ja, ich hab's ja drin gelassen, ihr habt's ja gehört. ich werde es drin lassen, habe ich gerade beschlossen, weil das so richtig schön stumpf klar ist. Gerne. Jetzt bin ich wieder verwirrt. Ich wollte ja gucken. Achso, hier wäre Backlight. Da kann ich einen Edelstein holen. Jein, wenn du den gelben hast. Nein, das ist ja der mir immer noch fehlt. Gut, ja. dann sind wir jetzt erstmal durch. Dann werde ich jetzt. Ich wollte dich speichern. Ich wollte rennen, da wollte ich. Dann holen wir uns jetzt ein paar Relikte, damit ich mir den gelben Edelstein holen kann. Genau. Gut, dann fange ich mal hier weiter. Ich glaube, das müsste ich haben. Genau. Dann. Ja, dann. Ach, da bin ich mit Rick, genau. Mit Dave gescheitert, weil das so ein Scheißrelikt ist. Deswegen warte ich da nochmal ab und dann. Oh, ja, komm, schaff das drauf. Vor allem im Original ist Hogwarts so schön einfach und hier ist die Steuerung ein bisschen krampfig, weil. Ja, Crash braucht ewig zum Einlenken. Ich habe mich total aufgeregt. Ich habe da so lange dran. Das kam ja, glaube ich, schon bei mir. Ich habe da so lange dran festgehangen. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Wieso stelle ich mich jetzt bei diesem. Ich habe keine. Ach doch, ich wollte gerade sagen, ich habe keine Uhr. Ich habe mich da so aufgeregt, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Das habe ich doch. Ich hatte schon immer so ein bisschen Probleme hatte ich bei den Autorennleveln, aber so extrem nicht. Das hat mich schon ein bisschen aufgeregt. Ja, weil im Original ging das halt viel einfacher. Da ist der auch relativ direkt in die Kurve reingefahren und hier braucht halt ewig und zieht den aber mega nah. Das ist richtig eklig. Aber was ich tatsächlich hier besser finde, man ist hier ein bisschen gnädiger mit diesen Löchern. Man kann da ziemlich knapp drum rumfahren. Also hatte ich jedenfalls ein paar Mal die Situation. Ja. Okay, bei dir nicht. Ich kann es in der Hinsicht nicht beurteilen. Ach so. Weil du grundsätzlich nicht knapp an den Löchern vorbeifährst. Ganz genau. Ich fahre immer mitten rein. Zählt das Relikt eigentlich nur, wenn ich auch Erster werde? Nö. Ach so, das ist schon mal gut. Ich dachte, jetzt kommt so, ach schade. Das ist mir jetzt aber schon zu leicht. Ja, das reicht mir auf jeden Fall. So. Mehr will ich nicht. Mehr will ich doch gar nicht. Achso, ich muss wieder neu eintippen. Was hatte ich denn? Alf. Na! Ich habe mir jetzt gar keinen Namen gegeben. Habe ich bei mir auf der PS4 auch nie gemacht, weil es war mir immer zu doof. Habe ich immer direkt, ich glaube, R2 gedrückt oder was man sagt. Ja, normalerweise, wenn man es einmal eingetippt hat, merkt das sich ja. Bloß, diesmal nicht. So, hör auf zu tanzen, das war keine große Leistung. Das war gerade das. Was machen wir jetzt hier? Ja, komm. Ägypten. Genau, das hatten wir doch heute sogar schon, das Level, oder? Ja. Schalte einen neuen Weg frei. War das so in diesem Level? Du kannst eine Kleinigkeit übrigens ausprobieren. Ja, genau. Ich wusste doch, dass das geht. War das hier am Kopf oder so? Nee, das war quasi so an den Seiten von dieser Krampe. Sag ich jetzt mal. Welche Krampe? Also die der da auf hat. Unter seinem Kinn quasi daneben. Da so. Ja, also es müsste sich rot färben eigentlich. Da, genau. Und dann auf der anderen Seite auch noch, glaube ich, oder? Du hast es schon. Also er hat nicht darauf reagiert gerade, aber. Hast du auf jeden Fall eine Trophäe dafür bekommen. Ja, das Rätsel der Swings. Muss ich natürlich gleich wieder an 3 Fragezeichen denken. Das Rätsel der Swings. Habt ihr es gelöst? Skinny Norris. Skinny Norris. Oh. Ich finde auch, das Rennen ist nicht wirklich schnell, ne? Also kommt einem nicht schnell vor. Das fühlt sich nicht so super schnell an, das stimmt. Oh, Akku ist gut. Akku ist ein Muss mit viel Milch und Haselnuss. Da wäre noch einer, aber ich bin hier da. Hast du dir eigentlich mal diese YouTube-Karte mit der Aktimel gezeigt? Aktimel aktiviert Abwehrkräfte? Mhm. Nee, die Kacke kenne ich nicht. Wenn haben die denn quasi so gesagt, so, wir hatten 2 Testgruppen. Eine Gruppe trank nur Aktimel, die andere Gruppe trank nichts. Diese Gruppe ist gestorben, die Aktimel-Gruppe nicht. Echt? Das ist ja geil. Ja. Das kenne ich nicht. Und dann vor allen Dingen dieser Student, der da die Werbung quasi moderiert. Das sagt dann so, ich war in der Aktimel-Gruppe. Naja, sehr logisch.
Ach ne. Ach ne. Ach komm weg. Das ist ja eklig. Das Schöne ist ja, dass er in der Reliktrunde nicht stirbt. Das ist so schön. Sonst wäre ich schon verzweifelt, glaube ich, in diesem Spiel. Das glaube ich. Ach komm, ich dachte, ich komme noch durch da. Ich finde, das Krokodil sieht hier total knuffig aus, ne? Mhm. Also ich weiß nicht, gefährlich. Muss ja auch nicht immer, ne? Nein, das muss es. Nein, wirklich nicht. Es ist ja immer noch eigentlich ein Kinderspiel. Eigentlich schon. Manchmal. Hast du das eigentlich auch mitbekommen mit der Ärzte-Webseite? Meinst du jetzt die Band, die Ärzte? Ja. Das kann doch nicht wahrgehen, ja. Nee, was war denn damit? Die haben momentan auf ihrer Webseite so einen Countdown laufen mit so einer Art Geigenmännchen-Spiel, sag ich jetzt mal, wo man dann immer so Buchstaben eingeben kann. Und was gewinnt man? Man gewinnt nichts, sondern das ist ein Hinweis auf, ich glaube, entweder ein neues Album oder irgendwie eine allgemeine Ankündigung. Aha. Ich glaube, bisher müssten die Buchstaben A, B und S sein. Das war heißt schon in der richtigen Reihenfolge? Ja. Okay. Das heißt aber nichts Gutes, weil da kann auf jeden Fall das Wort Abschied bei rauskommen. Ja, aber ich glaube, ich müsste aufhören. Meinst du das? Das wäre, also finde ich irgendwie auch sehr merkwürdig. Aber das dritte Puzzleteil gibt's gerade jetzt, ja, cool. Und morgen gibt's wahrscheinlich das vierte. Ist wahrscheinlich ein C, könnte ich mir denken. Ja. Naja, kann natürlich sein. Vielleicht heißt es doch einfach Abstand. Absturz wäre auch ein Titel für einen Film. Für ein Album. Na, Absturz wäre aber zu kurz. Achso, du weißt doch schon, wie viel es sind. Ja. Und das dann passt Abschied? Jo. Oh. Leider. Und der erste Hinweis beim A, der war auch schon, also der klang sehr eindeutig, aber ich habe auch schon zu Dave gesagt, das könnte theoretisch auch ein Abschied von der Inaktivität oder Abwesenheit sein. Was sagt denn Dave dazu? Der hatte mir das erst gezeigt. Achso. Ja, fand ich auch sehr interessant. Glaubt der auch an Abschied? Also das Lösungswort wird es wahrscheinlich sein. Aber was es genau zu bedeuten hat, ob das wirklich dann Abschied bedeutet, das ja. Ich meine, es wäre schon komisch. Ich meine, ja, natürlich macht das ja auch schon ziemlich lange, aber Ich meine, die sind mittlerweile auch schon alle über 50, ne? Ja, müssten sie ja. Ich weiß ehrlich gesagt, genau wie alt die sind, weiß ich auch nicht, aber also Bela und Farin auf jeden Fall, bei Rod weiß ich es jetzt nicht. Ja, es ist ja eigentlich kein Alter. Ich meine, die Rolling Stones, die sind ja immer noch unterwegs. Und halt die Scorpions. Ja, zum Beispiel. Weil ich sagen muss, Rod, der hat mich optisch schon mal so ein bisschen an Beatles erinnert. Ich mag Rod auch überhaupt nicht. Das ist für mich einer, weiß ich nicht, den habe ich nie wirklich als wahres Mitglied akzeptiert. Der kam auch erst später dazu. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie der andere hieß früher. Der hatte so ein bisschen Ähnlichkeit mit Bela, zumindest von der Frisur. Für Bela, für Farin. Ja, der war aber, glaube ich, nicht so drin in dem Bandding. Der hatte da wohl nicht so die Leidenschaft, sag ich jetzt mal, wie die anderen. Ja, das kann natürlich sein, aber Rod mochte ich nie. Und also früher hat er noch nicht so mitgesungen. Irgendwann gab das, ich glaube, was war das erste Album? War das Planet Punk? Ich weiß gar nicht wo. Irgendwo hat er das erste Mal mitgesungen. Mhm. Und da habe ich gedacht, ey, der kann überhaupt nicht singen, das klingt ja voll scheiße. Also ich finde auch nach wie vor, dass der nicht richtig singen kann. Ach gut, das ist natürlich der Ansitzer. Aber ich habe von ihm bisher, glaube ich, nie einen Song gehört. Bisher nur von Farin oder Bela. Ja, die singen ja auch meistens. Und ich mag, also, ja, ich weiß, Dave schwört ja auf Farin, ich mag ihn auch. Aber ich finde gerade auch die Bela-Lieder sehr, sehr geil. Ich höre den sehr gerne. Also bei manchen Sachen weiß ich tatsächlich nicht ganz, ob es jetzt so Farin oder Bela ist. Da bin ich mir manchmal unsicher. Die klingt doch komplett anders. Ja, ja, aber ich weiß zum Beispiel nicht, wer jetzt bei. Ah, bei welchem Song war das noch? Ja. Bei Zu spät singt das. Farin. Echt? Ja. Aber eindeutig. Da hat er sich nur sehr verquirlt, sag ich jetzt mal von der Stimme. Nee, das finde ich gar nicht. Das ist eigentlich eindeutig Farin. Aber gut. Da klingt er halt nicht so, ich sag mal, eindeutig wie sonst. Findest du? Na gut. Sondern ich lass das mal durchgehen. So, jetzt will ich meinen Alf wieder hier hin haben. Passt. Ist doch geil, dass ich es extra mit Groß- und Kleinschreibung eingetippt habe. Es kommt trotzdem große Buchstaben raus. Ja. Ja, siehst du, jetzt habe ich doch in 10 Minuten wenigstens was erreicht. Okay. Dann haben wir wieder einen. Wie viel habe ich denn jetzt insgesamt?
8. Ach gut, dann brauchen wir noch 2 Stück. Habe ich gut ausgerechnet. Ja. Ja, ist gut. Ich glaube, das kommt hin. So, was haben wir? Das war das. Was kommt denn hier für ein Levelchen? Midnight Run. Ja, komm. Das kriegen wir vielleicht hin. Run. Dann kann ich mir gleich mal die Korbträger angucken. Genau. Ach ja. Klang wie ein Vogel. Ja. Das hat toll gemacht. Ich finde schade, dass Pura hier so, ich sag mal, niedlich klingt. Ja. Ich mochte das aus dem Original irgendwie mehr, wenn man mit dem Gas gegeben hat, dass er dann so... Das macht er ja hier auch. Ich hab mich voll erschrocken. Weil ich habe das erst gar nicht gecheckt, dass das Pura sein soll. Hier klingt er eher, als würde er wie ein Tiger so... Wie in der Gladiatoren-Arena. Ja. Genau. Und im Original klang der halt eher wie so ein Motorrad oder so. Ja, und als ich das erste Mal hier gehört habe, dachte ich auch, das wäre purer Zufall. Oh Gott. Tut mir leid, den musste ich mal hinkriegen. Vor allem ist Pura der einzige das Tiger, geht. Den man auch als solchen bezeichnen kann, weil Tiny hat keine Streifen. Ja, ich bin gerade zu doof, die Uhr einzusammeln. Ja, ist gut. Wer hat an der Uhr gedreht? Ich nicht. Es ist wirklich schon so spät. Ey, das ist doch nicht wahr! Jetzt ohne Witz, ich krieg diese Scheiße. Dann gehst du jetzt noch Game Over. Ich seh's kommen. Ja, das macht ja nichts. Ich habe ja schon ein paar Mal Game Over gehabt. Dann darfst du es auch nochmal sehen. Ich will doch nur an dem hier vorbei und dann darum. Mein Gott, es klappt. Dankeschön. Ach, das krieg ich mal jetzt. Oh. Es ist aber eigentlich ein Kack, ne? Also ganz ehrlich. Ja. Oh, danke, ich krieg einen Mitleids-Akku. Der dir sehr viel bringt, wenn du in den Zeitmodus gehst. Da hast du sogar recht, scheiße. Der lenkt aber auch Kacke, ne? Ja. Gut, danke. Immerhin. Und bis ich dann. Also ich finde das halt auch zu ungenau, beziehungsweise die rasten wieder zu. Ja, und bis ich das dann immer mal wieder geschnallt hatte. Dass ich ja diese scheiß Fässer umbrennen kann. Das hatte ich ja auch wieder vergessen irgendwie. Und irgendwann kam mir dann in den Sinn, ach ja, richtig, das ging ja auch. Also. Dafür sieht die Mauer aber ganz schübsch aus. Die sieht mir ein bisschen zu ordentlich aus. Zu ordentlich? Geil. Wow, ich hab die alle gekriegt. Die sah im Original irgendwie, fand ich, ein bisschen abgeranzt aus. Ja, das stimmt. Das lag aber auch daran, weil es halt ein bisschen pixeliger war. Ja, schon. Und die Textur nicht so sauber aus. Ja. Ja, das ist ja auch geil. Ja. Da kriege ich das Ding und klatsche oben gegen. Vielen, vielen Dank, dieses Spiel. Das Spiel klingt sich shittable. Also, ne? Manchmal. Manchmal könnte ich hier ausrasten. Okay, ausflippen kann ich. Oh, jetzt komm, jetzt löf mal hier. Ja, unterhalte mich. Ich glaube, ich brauche Ablenkung. Dann bin ich meistens nicht besser, aber abgelenkt. Geile Begriffe. Das ergibt Sinn. Ja, doch. Oh Gott. Ich hab die Kiste nicht gekriegt. Gerade eine Dreierkiste. Kannst du mich auch bitten? Ja, ab und zu. Ey. Ab und zu muss man ja mal freundlich sein. Ich werde einfach alle gelben Kisten nicht einsammeln. Das klingt nach normal. Und alle Gegner mitnehmen. Ach, ja. Herrlich. Schön, nicht? Bitte, Körner. Ja, Peter. Was mache ich jetzt? Giftgeschreit habe ich schon. Wie scheiße. Kennst du eigentlich diesen ganz kleinen Clip? Da sitzt der Peter im Flugzeug und sagt so, ha, da ist er. Und wenn diese Szene vom World Trade Center, wie das Flugzeug da liegt. Nee, das kenne ich nicht. Das ist aber geil. Das klingt aber auch so geil, wie er das sagt. So, ha, da ist er. Und dann geht er auch mit dem Flugzeug so runter. Oh, geil. Ja, ist schon hart, aber ist lustig. Ja, ist hart lustig. Ja, lad lustig.
Ist ja auch Peter los. Also, vorhin, da fällt mir ein, ne? Du hast ja Uncharted Let's Play. Ja, so ein bisschen. Findest du Uncharted denn auch lol? Ja, aber ich halte von Uncharted 2 nicht viel. Nein, nein, das ist jetzt. Hallo, das ist jetzt nur ein Zitat gewesen. Ich finde das sehr geil, das Spiel. Aber das sagt er ja auch, ich finde das so herrlich. Ja. Uncharted 6! Das kommt. Ja, will da jemand Uncharted 6 von dir? Das, vielleicht kommt das ja immer noch. Aber erstmal muss er Teil 5 kommen. Das klar. Dann scheißt er in der Turnhalle und hat Angst vor Polen. Angst vor Polen. Dieser Zusammenhang ist auch so genial. Ja, das ist voll. Ja. Ich wusste es doch. Sie sind ein echter Mensch. Mensch. Ein Genie. Nee. Vor allen Dingen. Ja, ist nochmal so. Ah, jetzt wird gefickt. Wie geht ja. Ich hab einen Ständer. Bevor ihr jetzt nass werdet. Abschalten. Das ist auch so übel. Ja, lustig. Sind sie da drin? Und das ist ja nicht mal verarscht. Das sagt er wirklich so geil. Das hört sich aber auch so cool an. Sind sie da drin? Dann ist das Gewitter beginnt. Aber eigentlich. Liebe ich Twitter. Die sind so schön gruselig. Die sind schön suselig. Die sind schön scheiße. Ich glaube, dieses. Das ist auch eins, so zählt vom Blitz zu Donner. 23, 25, 26. 3 Sekunden. 3 Sekunden zwischen Blitz und zwischen Döner. Und das heißt total scheiße. Oh Mann. Jetzt habe ich schon 2 Blitzmasken, die mir nichts bringen. Juhu. Ich glaube, dass kannst ja auch einen Jux draus machen, um den Po auszuziehen. Ich glaube, dass dieses Level kein geeignetes ist, um mal eben schnell einen Relikt zu holen. Den Eindruck bekomme ich langsam auch. Ey, sag mal! Ich muss doch rennen! Ja. Ja, aber wenn ich renne und er will. So, so tun. Bei so engen Passagen, da musst du dann halt ein bisschen Gas vom Gas gehen, ja, leider. Ja. Im Original könnte man einfach die Stimme. Ja, eben, das ist halt. Das ist halt nicht das Original. Ja. Ja, und das nehme ich immer noch nicht mit. Ach komm, du Affe. Okay, dann versuche ich jetzt das ein bisschen seichter und sachter anzugehen. Seichter. Sasa und Soße. Was? Wo kommt das jetzt bitte her? Ja, kann ich dir gerne noch zeigen. Ja. Nach der Aufnahme. Ja. Nee, jetzt. Jetzt, okay. Ich mach mal eben kurz Pause. Hier, warte mal eben. Ich guck mal ein bisschen YouTube. Wird aber alles mit reingeschnitten. Ja, natürlich. Dann krieg ich euch Probleme. Oh, ich glaube, die. Diese YouTube-Kacke Reaction-Videos, die ich hochgeladen hatte, die wurden bisher auf meinem Kanal mit am schlechtesten bewertet. Ach so, da hast du geguckt und das aufgenommen, oder? Ja. Ach so? Also, das war mit euch zusammen. Okay, das. Ach stimmt, da hattest du immer gesagt, einen Abend nimmst du da auf, ne? Das wusste ich gar nicht, dass du das hochgeladen hast. Kam also nicht so gut an. Nö, also zumindest nicht von den Likes her. Weil da hatte ich teilweise irgendwie 8 Dislikes oder so. Ja, warum nicht? Kommt man sich so gut weg dran. Also das klingt, als hätte man sich da irgendwas reingefilmt. Ja, oder einen Pilz reingehauen oder so. Kann auch gerade so sein. Und dann erstmal gut abgelacht, ne? Ja. Ich kann nicht die Kisten, ich bin so doof. Ich spring an allen Kisten vorbei. Ja, ja, ey. Ja, oder? Ich schaff das nicht. Diese Kack. Ey. Wir versuchen ein anderes Level. Meinst du echt? Jo. Einmal noch. Einmal wieder. Also das habe ich halt so das Gefühl, es war alles umsonst. Alles gratis. Ja. Ist. Du bist nicht mit. Nimm mit einen Schlitt. Nein, nimm mit einen Schlitt. Ja.
kurz die Kokolier mit Nudelpapier. Hallo, Jörg. Wo soll ich denn drücken? Wir sind mitten in die Berge. Oh, oh mein Gott. Oh. Ja, Schiffe kann ich ja nicht. Schiffe kann ich nicht. Wir bringen halt den Mittenschiff. Ja, wir bringen Schiff. Tschüss, du. Tschüss, du. Spaß. Ach, ich weiß noch, damit haben wir doch einmal ein Part bei mir beendet, bei Spyro. Ja, das klingt auch voll nett, wenn man die Leute so anspricht. Ja, ne? Ja, immerhin habe ich es jetzt geschafft. Guck mal, ich muss nur einmal sagen, letzter Versuch und dann klappt's auch. Mehr will ich. Dann mach das mal direkt. Mehr will ich doch gar nicht. Genau, ich sehe jetzt das Level rein, so letzter Versuch. Ah, schön. Da hat Dave auch letztens gelesen, Alfo. Es sieht aber echt so aus, Alfo. Ja. Vor allem, wenn du denn aber auch sagst, direkt letzter Versuch, dann musst du es, um dem Spiel das zu zeigen, aber auch wirklich erstmal rausgehen und in ein anderes Level gehen. Wo war ich denn jetzt? Damit es dich auch ernst nimmt. Stimmt. So, ich habe jetzt 9 Relikte, das heißt, eins fehlt noch. Und das holen wir jetzt. Das mal. Warum kann ich hier im Video gedünsten Emote abschicken? Wie im Video? Na, bei der Webcam-Übertragung, da steht hier, ich kann so Emojis benutzen und dann blinken die so bei meinem Kreis auf. Aha, das ist sehr interessant. Das ist aber alles. Braucht kein Schwein, aber. Das ist Kacklevel hier. Doubleheader. Komm, das sollte ja einigermaßen zu machen sein. Machst den Doppelköpfer. Ja, den Koppeltöpfer, so. Da hatte ich das eigentlich richtig erzählt? War das so, dass das im. Oder habe ich das gar nicht ausgestrahlt? Im Japanischen. Doch, kam heute der im Japanischen haben die nur einen Kopf, ne? Genau. Und das Level heißt trotzdem Doubleheader, ne? Also, es kann theoretisch, praktisch gesehen nicht Doubleheader heißen. Aber ich kann kein Japanisch, deswegen weiß ich es nicht zu 100%. Wieso kann es nicht so heißen? Na, so rein logisch gesehen jetzt. Achso, du meinst es halt. Achso, ja, okay. Ich dachte, von den Schriftzeichen her passt das dann nicht. Nee, von Japanisch an sich habe ich keine Ahnung. Ich auch nicht.